Ein weiterer Schritt, um unsere Audiosignale zu verbessern, ist eben das Einfügen von einem Equalizer. Der ist standardmäßig bei OBS nicht an Bord. Das heißt, wir müssen uns einen runterladen. Dazu könntet ihr jetzt auf diese Seite gehen. Reaper, das ist eine Audio-Software. .fm/RealPlugs, das ist ein Plugin-Pack von dieser Audio-Software. Das kann man frei runterladen. Alternativ habe ich euch das auch in den Google Drive geschoben. Da könnt ihr das auch herholen. Wenn ihr es hier drüber macht, findet ihr hier die Pakete. Einmal 32-Bit, einmal 64-Bit. Je nachdem, wie ihr arbeitet. Ich vermute 64-Bit. Dann könnt ihr euch das einmal runterladen. Und wenn ihr euch das runtergeladen habt, könnt das dann auch installieren. Ich mache das mal kurz. Schauen wir mal. So. Nur einmal den Installationsprozess zu durchlaufen. Wir möchten das gerne installieren. Er fragt uns, ob wir hier irgendwelche Lizenzvereinbarungen und dergleichen. Natürlich, wir akzeptieren immer alles. Im nächsten Schritt fragt er uns, was für Plugins er dann wirklich installieren soll. Hier kann man jetzt einfach mal die Default-Settings offen lassen. Der installiert zwar nicht auch dann Dinge, die wir nicht brauchen, aber das ist ja nicht schlimm. Klick auf Next. Er fragt, wohin. Auch diesen lassen wir gleich. Das ist hier gar nicht unwesentlich. Also diesen Ordner bitte nicht verändern. Installieren das Ganze. Er ist fertig. Und das war's dann auch schon. So, was soll das Ganze? Jetzt können wir diese Plugins in OBS einfügen. Und zwar sind das sogenannte VST-Plugins. VST ist so eine Standard-Plugin-Audio-Schnittstelle. Und die können wir jetzt nutzen. Dazu gehen wir hier wieder auf unsere Einstellungen in die Filter. Und das hatte ich im letzten Video schon eingefügt. Dann gibt es hier diese Schnittstelle VST 2.x Plugin. Die fügen wir hinzu, wenn sie noch nicht da ist oder sie ist schon da. Und jetzt sind wir hier in der Lage, Plugins auszuwählen. Und das sind jetzt diese ganzen Plugins, die wir eben installiert haben. Wer das sowieso audiomäßig öfter benutzt, weiß auch, wovon ich rede und hat hier vielleicht dann mehr davon. Und hier gibt es jetzt einen besonderen Equalizer-Plugins. Equalizer sind quasi Filter. Man kennt das von der Stereoanlage. Da gibt es dann so einen Low- und so einen High-Regler, wo man mehr Bässe und mehr Höhen reindrehen kann oder rausdrehen kann. Sowas haben wir hier jetzt auch. Das ist der Re-EQ. Wenn wir uns den auswählen und auf Öffnen Schnittstelle klicken, dann wird er uns angezeigt. Der sieht so aus. Jetzt weiß ich nicht, wie drin man ist beim Thema Audio und Equalizer und Filter und Frequenzgänge. Ich tue jetzt mal so, als hätten wir grundsätzlich technisch eine Idee. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne nochmal an separater Stelle fragen. Also wichtig ist, es gibt hohe und tiefe Frequenzen, ganz platt gesagt, oder Frequenzbereiche. In meiner Stimme sind tiefe Frequenzen relativ stark vertreten. Das sieht man an der Darstellung. Also diese gelbe Linie, die da gerade mitläuft, ist quasi ein Analyzer, der uns gerade sagt, wo gerade viel passiert und wo gerade wenig passiert. Und wir sehen, bei meiner Stimme passiert extrem viel im Bereich von, ich sag mal, 100 Hertz bis 500 Hertz. Danach geht es ein bisschen nach unten. Das ist bei nicht allen Leuten so. Und immer wenn das so aussieht, dass da wirklich eine sehr starke Betonung in den tiefen Tönen liegt oder in den tiefen Frequenzen, dann ist das Signal relativ undeutlich. Was ich bei meiner Stimme sehr gerne tue, ist, die ein bisschen auszudünnen. Und dazu haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einen sogenannten Low Shelf setzen. Man sieht jetzt gleich, was der macht. Das ist der hier. Der nimmt jetzt insgesamt in den Tiefen was weg. Der schneidet die nicht komplett ab, sondern der dämpft die Tiefen etwas. Man hört das jetzt auch im Audiomaterial. Meine Stimme wird jetzt dünner, sage ich einfach mal. Kann das natürlich auch völlig übertreiben. Dann klingt das so. Irgendwann ist es auch nicht mehr schön. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber was ich sehr gerne mache, so ist das mit Touchpad. Ich ziehe hier unten ganz gerne was weg. Und bei meiner Stimme habe ich mich dazu entschlossen, so bei 170 Hertz durchaus mal, oder sagen wir mal 140 Hertz, durchaus mal so 6 dB wegzunehmen. Das macht die ganze Sache ein bisschen weniger dick. Was für eure Stimme am besten ist, müsst ihr selber mal ein bisschen ausprobieren. Also wenn ihr merkt, das ist zu dröhnig, müsst ihr Tiefen wegnehmen. Wenn ihr merkt, das ist deutlich zu unartikuliert,
Also man hört diese SF-Laute nicht so gut. Dann kann man hier im oberen Bereich, so im Bereich der 8 kHz oder so, was reinziehen. Jetzt müsstet ihr merken, ihr hört meine Schmatzgeräusche extrem laut. Das kann auch stören. Also ich persönlich muss das nicht noch zusätzlich reindrehen. Ich kann das oben auch dumpfer machen. Jetzt sind die ganzen Schmatzgeräusche weg. Ob wir das haben wollen oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Jedenfalls lasse ich es oben immer relativ gerade einfach liegen, mache da nicht großartig was. Unten dünne ich einfach ein bisschen aus und bin damit dann eigentlich auch zufrieden. Manchmal nehme ich hier noch sogar was in diesen etwas höheren Mitten weg. Aber das ist so ungefähr das Setting, was ich persönlich für meine Stimme sinnvoll finde. Das ist sehr stark abhängig vom verwendeten Mikrofon und vom verwendeten, in Anführungszeichen, Sprecher. Dementsprechend kann ich jetzt keine allgemeine Aussage treffen, außer die Tendenz, dreh im Bereich von 8 kHz was rein, wenn die Artikulationslaute zu gering sind, also alles, was ist. Und nimm unten was weg, wenn, also unten heißt so im Bereich bis 200 Hertz, wenn es alles zu dröhnig und zu mumpfig klingt. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so und mache es mal zu. Und auch hier kann man jetzt die Frage stellen, macht es einen Unterschied, ob das jetzt vor oder hinter dem Kompressor liegt? Ja, macht es. Ich persönlich bin, ohne da jetzt im Detail drauf eingehen zu wollen, weil sonst schweife ich wieder zu sehr ab, ein Fan davon, den Equalizer vor den Kompressor zu legen, was ich hiermit jetzt auch tue. Wahrscheinlich hört man gar nicht so einen großen Unterschied. Das hat für mich Gründe und auch da kann man experimentieren. Man kann auch anderer Meinung sein, aber das ist persönlich mein Vorschlag für sinnvolle Audiofilter, die man in OBS verwenden kann. Wie man die einstellt, würde ich empfehlen, mit Aufnehmen, Nachhören rauszufinden. Das kann man wirklich nicht als Standardvorschlag zum Besten geben. Das wäre vermessen. Ihr findet noch andere Plugins hier in dieser Bibliothek, die ihr jetzt installiert habt. Unter anderem auch andere Kompressoren und dergleichen. Ich persönlich finde den OBS-eigenen Kompressor erstmal in Ordnung. Und für den Anfang völlig ausreichend. Also wenn wir an einem Punkt angekommen sind, wo man sich denkt, okay, der Kompressor ist mir aber zu schlecht, dann kann man auch den Kompressor aus diesem Plug-in-Pack hier nehmen, der ist etwas besser. Aber dann sind wir schon weit davon entfernt, Grundeinstellungen vorzunehmen. Dann wird es schon wirklich sehr speziell. Eine Sache noch, weil man vielleicht verleitet sein könnte, hier immer weiter irgendwelche Filter reinzuwerfen, weil man denkt, mehr ist besser, das muss nicht so sein. Wovon ich prinzipiell extrem abraten würde, ist das sogenannte Noise Gate. Das Noise Gate ist ein bisschen was anderes als die Rauschunterdrückung. Das Noise Gate geht hin und schneidet unterhalb eines gewissen Pegels einfach ab. Also quasi, ja, wenn es sehr leise wird auf dem Audiokanal, fängt er an, den Stumm zu schalten. Das führt dazu, dass in Sprecherpausen wirklich das Signal weg ist. Und damit auch jedwedes Hintergrundgeräusch. Damit werden aber auch Raumanteile weggeschnitten und dergleichen. Und das führt meinem Empfinden nach dazu, dass der Audio-Stream sehr, sehr anstrengend wird zu hören, weil man wirklich ganz, ganz abrupte Pausen damit erzeugen kann. Und das klingt völlig unnatürlich. Das klingt irgendwie sauberer, keine Frage, aber das ist meinem Empfinden nach nicht schön. Ich würde das nicht empfehlen. Ich glaube, das war es auch erstmal zum Thema Audio. Ja, das lassen wir jetzt so.